Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus füllt deine innere Leere aus mit seiner Liebe. Seine Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. So steht es in Römer 5, Vers 5. Er hat dir seinen Heiligen Geist geschenkt und der erfüllt dich mit seiner Liebe. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute das Thema auserwählt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Auserwählt. Du bist auserwählt. Ich habe da eine schöne Geschichte gehört und da war in der Schule, da war ein Kind, das war behindert und das wurde gehänselt von den anderen und ein anderes Kind sagte zu ihm, du bist ja ein Weiße, du bist behindert und ja, was die Kinder dann alles so sagen. Und dieses Kind erzählte, sagt, weißt du, meine Eltern, die mich adoptiert haben, die gingen in ein Waisenhaus. Und da hat die Leiterin die ganzen Kinder vorgeführt und ich war ganz hinten das behinderte Kind und meine jetzigen Eltern haben mich ausgesucht. Nicht ein gesundes Kind, sondern das behinderte Kind. Und stell dir vor, ich bin auserwählt und dich haben sie einfach nehmen müssen. Gott hat dich nicht einfach nehmen müssen, sondern du bist auserwählt. Du bist auserwählt. Er hat nicht einfach gesagt, die nehmen wir alle mit und die sind einfach Christen. Nein, du bist auserwählt. Er kennt dich mit Namen und sei dir sicher, er kennt dich ganz genau. Und danke, Herr, dass du jeden kennst. Herr, jeden Auserwählten kennst und ich danke dir dafür, dass wir nicht ein Massenprodukt sind, sondern dass wir auserwählt sind und mit dir leben dürfen. Amen. Amen. Menschen brauchen Gottes Hilfe und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen für ihren Mann und Tochter. Liebes Gebetsteam, wir bitten um Gebetsunterstützung in folgenden Fällen. Erstens, mein Mann leidet unter Schlafapnoe. Und zweitens, meine 17-jährige Tochter hat jeden Monat sehr starke Menstruationsschmerzen. Im Voraus ganz lieben Dank fürs Mitbeten. Wir vertrauen auf Gottes baldige Hilfe und Führung in diesen Angelegenheiten. Seid gesegnet. Ja, wie wunderbar, wenn man auf Gottes Eingreifen vertraut. Und Jesus, ich danke dir, dass du eingreifst in dieser Familie und dass du diesen Mann berührst mit dieser Schlafapnoe, dass das verschwindet und dass er wieder gut schlafen kann und ruhig schlafen kann. Und ich danke dir auch für die Tochter, dass diese Unterleibsbeschwerden verschwinden, dass du eingreifst und dass diese Menstruationsbeschwerden weggehen. Danke, dass sie entmachtet sind und dass da wirklich ein guter Rhythmus hineinkommt und eine Heilung. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch in dieser Familie und diese Menschen vertrauen dir. Und ich danke dir, dass du dieses Vertrauen belohnst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und noch ein Gebetsanliegen für eine Tochter. Eine Mutter schreibt, hallo liebes Gebetsteam, ich wende mich hiermit nochmals an euch und bitte um Gebet für meine Tochter. Ihre Kopfschmerzen sind wieder so schlimm und keine Medikamente können ihr helfen. Wir wissen nicht mehr weiter und sind sehr verzweifelt. Bitte beten für sie. Ich danke euch und bin so froh, auf euch gestoßen zu sein. Leider ist die Entfernung zu groß, um zu euch zu kommen. Liebe Grüße. Ja, danke Jesus, dass du auch diese Tochter kennst und auch ihren Zustand und ihre Kopfschmerzen. Und wir entmachten diese Kopfschmerzen jetzt im Namen Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Herr bist und dass du da in diesem Kopf alles wiederherstellst in die göttliche Schöpfungsordnung. Danke, dass diese Kopfschmerzen verschwinden und keinerlei Einfluss mehr haben. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über dieser Tochter. Und ich danke dir, dass du die ganze Familie segnest. Danke, Jesus. Amen. Amen.
Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Ein Ehepaar schreibt uns ein Gebetsanliegen für ihren Sohn. Liebe Glaubensgeschwister im Herrn, herzlichen Dank für eure Gebete. Wir haben ein brennendes Gebetsanliegen. Unser Sohn ist jetzt 21 Jahre alt. Er hatte sich sehr früh mit 10 Jahren für Jesus Christus entschieden und im Jahr 2017 taufen lassen. Heute geht er nicht mehr zur Gemeinde, ist massiv internetsüchtig, macht besonders an den Wochenenden die Nacht zum Tag und hängt mit ungläubigen Freunden ab. Wir machen uns große Sorgen. Bitte betet für ihn, dass Gott ihm die erste Liebe zu Jesus schenkt und dass er umkehrt. Ja, Herr, wir machen uns eins, Herr, mit diesen Eltern und ich danke dir dafür, Herr. Herr, lass diesen Sohn erkennen, Herr, dass es nicht nur die Welt gibt, sondern dass es auch deine Nähe gibt. Herr, ich danke dir dafür. Herr, begegne du ihm. Herr, in einer Weise, Herr, wo er an dich erinnert wird. Und Herr, ich danke dir, lass ihn deine grenzenlose Liebe verspüren. Und Herr, lass ihn zurückkommen, Herr, in die Heimat, Herr, in die Familie mit dir, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, lass ihn erkennen, Herr, Herr, wie die Eckdaten aussehen. Danke, Herr, danke, Herr. Lass ihn erkennen, Herr, auf welchem Weg er jetzt ist. Und ich danke dir dafür, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Eine Familie bittet um Gebet für einen schwerbehinderten Sohn. Hallo, liebes Missionswerk, bitte betet für unseren schwerbehinderten Sohn um Heilung. Er ist 14 Jahre alt. Bei ihm hat sich jetzt unterhalb vom Steiß ganz plötzlich wahrscheinlich eine Fistel gebildet. Er hat ständig entzündliche Hautprobleme. Auch an einer anderen Stelle kommen immer wieder entzündliche Pickel. Da er einen schweren Herzfehler hat, kann die Diagnose und Behandlung weite Wege bedeuten, wo das Herzteam, das seine großen OPs durchgeführt hat, im Hintergrund sein muss. Er ist bei allem Risikopatient. Das alles ist für unsere ganze Familie sehr belastend. Mein Mann und ich sind an unsere psychischen und physischen Grenzen. Wir danken euch für eure Gebetsunterstützung. Ihr seid schon seit vielen Jahren ein Segen für unsere ganze Familie. Liebe Grüße. Herr, du siehst die große Not, Herr, du siehst die Liebe zum Kind, aber auch die Erschöpfung der Eltern. Und Herr, so das endlose, die endlose Not vor Augen. Und ich danke dir dafür. Herr, schaffe du einen Wendepunkt. Herr, wir bitten dich, Herr, danke, Herr, berühre du, Herr, diesen jungen Mann, Herr, der so viel Not, der Risikopatient ist. Und Herr, wir haben es gehört, die Details. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass auch jede Krankheitsmacht weichen muss, in Jesu Namen. Wir rufen Normalität in diesen Körper hinein, in den ganzen Blut- und Herzkreislauf. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du der Gott bist, der Gebete hört. Danke. Amen. Amen. Gott tut Wunder. Was medizinisch unmöglich ist, kann Gott tun. Und da schreibt jemand, vor einigen Monaten habe ich euch mitgeteilt, dass meine Schwiegertochter schwanger geworden ist. In medizinischer Hinsicht wäre es unmöglich gewesen. Im Juni ist ein süßes kleines Mädchen zur Welt gekommen und macht allen viel Freude. Herzlichen Dank für eure Gebete. Das ist doch wunderbar, ein süßes kleines Mädchen. Und was Gott beginnt, das macht er auch zu Ende. Bei dem letzten Einsatz in Hannover habe ich Zeugnis gegeben. Gott hat noch mehr getan. Ich habe weniger Depressionen, mehr Lebensfreude und weniger Furcht. Ja, wenn Gott eingreift und er fängt an, dann macht er es auch zu Ende. Und eine Frau schreibt uns von einer Gebetserhörung. Der Mann meiner Enkelin war im Frühjahr 2020 schwer an Darmkrebs erkrankt. Wir haben gebetet und Gott hat unsere Gebete erhört. Ich möchte mich für eure Gebetsunterstützung bedanken. Er ist jetzt wieder ganz gesund und kann sogar wieder arbeiten. Gott sei Dank und alle Ehre ihm allein. Ja, Gott erhört Gebet anders, als wir es uns oft denken.
Vor 2 Jahren bat ich um Gebet für einen besser bezahlten Arbeitsplatz für meinen Sohn. 3 Wochen später wurden alle Arbeitskollegen von einer anderen Firma übernommen. Seitdem verdient er 500 Euro im Monat mehr. Er musste noch nicht einmal kündigen oder eine andere Firma suchen. Sein Arbeitsplatz blieb derselbe. Ich danke euch für eure Gebetsunterstützung. Gott hat schneller und anders als erwartet das Problem gelöst. Ja, Gott hat manchmal Überraschungen für uns bereit. Das ist doch so schön, so unerwartet viel besser. Bist auch du so drauf und erwartest eigentlich die Gunst von Gott, irgendwas richtig Gutes zu erleben und nicht nur Gott zu bitten, wenn du irgendwo durchhängst? Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp heute. Du kennst das, du gehst in den Laden und in der Zeit gibt es Orangen. Du suchst dir die schönen raus. Du erwählst die Orangen oder Tomaten oder Zwiebel oder was auch immer, Äpfel und sagst, den nehme ich und den nehme ich und den nehme ich. So bist du auch auserwählt. Wenn du das nächste Mal in den Laden gehst und Orangen siehst, denk mal drüber nach. Auserwählt. So wie du das Beste auserwählst, so hat Gott dich auserwählt. Und du sagst, ja, ich bin noch nicht der Beste. Doch, du bist wirklich sowas von gut, weil Gott deine Sünden ans Kreuz gebracht hat. Das ist so wunderbar. Ja, tu das einfach und mach's dir mal richtig bewusst. Auserwählt. Ja, und lass uns dein Anliegen wissen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Schön, dass du dabei warst und wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.